Ja, zum 15. Mal, 15 Sonntage, haben wir diese Sendung hier am Brandenburger Tor. Und irgendwie ist es selbstverständlich, auch für die Touristen, die hierher kommen, gerade die jungen Leute, dass man hier am Pariser Platz von West nach Ost, von Ost nach West gehen kann. Und doch ist das alles, alles andere als selbstverständlich. Vor 20, 30 Jahren sah das ganz anders aus hier. Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl. Und der Mann, der die Initialzündung gegeben hat, dass die Mauer geöffnet wurde, ist jetzt bei mir im Studio und ich freue mich sehr darüber. Ich begrüße Sie, Herr Schabowski. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Arne. Wenn Sie jetzt hier rausgucken und sehen das Leben am Brandenburger Tor und erinnern sich dann zurück, wie das mal war, welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf? Also ich empfinde natürlich eine große Genugtuung, dass sich das hier so friedlich entwickelt hat und dass sozusagen, wenn man so will, zwei in sich leere Worte sozusagen das alles bewirkt haben, letztlich. Also es ist ja 20 Jahre her und es hat sich alles normalisiert, aber es ist eben fantastisch, dass sozusagen dieser Wandel durch das Brandenburger Tor nicht mehr mit einer Provokation oder mit Kriegsgefahr letztlich zu tun hat. Ja, genau. Ja, und meine Damen und Herren, wir denken jetzt an den 3. Oktober, nächsten Sonntag, 20 Jahre deutsche Einheit. Aber ohne den 9. November wäre das alles nicht gekommen, im Jahr davor, 1989. Der Mann, der das gemacht hat. Wir schauen noch mal drauf. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, denn wir ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Es waren diese Worte, die die Mauer zum Einsturz brachten. Kurz nach der historischen Pressekonferenz am 9. November 1989 strömen tausende DDR-Bürger an die Berliner Grenzübergänge. Die Grenzbeamten sind völlig überfordert. Keiner von ihnen ist zu diesem Zeitpunkt über die neue Regelung informiert. Schließlich geben sie dem Druck der Menge nach. Zum 40. Geburtstag steckt die DDR in ihrer schwersten Krise. Im Herbst eskaliert die Lage. Auf Montagsdemos begehrt das Volk auf gegen das verhasste Regime. Tausende DDR-Bürger fliehen in die westdeutschen Botschaften in Budapest und Prag. Die Situation gerät außer Kontrolle. Bei der größten Massendemonstration in der Geschichte der DDR stellt sich nur ein einziger Mann aus der SED-Führung den Protesten der Bürger. Günter Schabowski. Bitteres ist hier gesagt worden. Es geht an unsere, auch an meine Adresse. Doch seine Selbstkritik verhallt in den Rufen nach Freiheit. Schließlich ist es der Abend des 9. November, der das Schicksal der DDR besiegelt. Günter Schabowski verkündet die sofortige Reisefreiheit. Über eine Sperrfrist dieser Meldung ist er nicht informiert. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Die Bürger nehmen ihn beim Wort. Die DDR wird an diesem Abend Geschichte. Tja, und damit haben Sie mir das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich habe nämlich am 9. November Geburtstag, Herr Schabowski. Das freut mich, dass diese Wirkung sozusagen. Ja, war das damals vor 21 Jahren, das fragt man sich ja bis heute, ein Versehen, dass Sie gesagt haben, das gilt unverzüglich? Denn Sie waren ja irgendwie unsicher, Sie guckten auf den Zettel. Es war kein Versehen, aber es war dennoch ein Umstand, der also nicht ganz glatt verlief, wenn man so will. Denn der Zettel, das besagt er nicht, das Zettel war ein Papier, das ich selber veranlasst hatte, beim Innenminister. Und der Zettel sah vor, dass früh um 4 ein Rundfunksprecher also das mitteilen sollte. Juristisch würde das sozusagen den Zeitpunkt fixieren, zu dem die Grenze geöffnet war. Und deshalb ergibt sich meine Verzögerung. Also ich war ja jemand, der den Text der Mitteilung des Innenministeriums mitzuteilen hatte. Und einen Augenblick zögerte ich, weil mir in Erinnerung war, da war doch in dem Papier die Rede von dem Rundfunksprecher, der früh um 4, interessanterweise, wenn die Republik schnarcht, ja, das mitteilen sollte und damit schon den etwas gebremsten Effekt erzielen sollte. Und deswegen kamen sozusagen die Worte etwas zögerlich heraus,
meines Erachtens sofort unverzüglich. Haben Sie das auf die eigene Kappe genommen? War Ihnen in dem Augenblick klar? Das habe ich auf die eigene Kappe genommen, weil wir ja sozusagen uns niemals mehr jetzt verständigten über irgendwelche Schritte, die wir in der Perspektive einleiten würden oder so. Hm. Dazu gehört ja auch die Absetzung Honeckers. Das war ich gehörte ja zu den paar Leuten, drei oder vier Leuten, die die Absetzung bewirkt haben. Das war immerhin das Staatsoberhaupt. Ja. Und die Folge davon war auch die Zuwendung zur Bundesrepublik. Wir waren uns im Klaren, die DDR hat überhaupt eine Überlebenschance, wenn sie sich verbindet. Mhm. Und dazu gehört die Grenzöffnung. Mhm. Und deswegen war also sozusagen an den Innenminister der Auftrag gegeben worden, einen entsprechenden Erlass herauszusetzen. Aber wenn Sie nicht gesagt hätten, unverzüglich sofort, und das wäre dann erst in der Nacht, dann hätte es ja wahrscheinlich bürokratische Formalitäten, genau, da hätte man irgendwo sich einen Stempel holen müssen. Anträge und alles Mögliche. Und durch meine Bemerkung, also hatte das zur Folge, dass sich die Menschen sofort auf die Grenze stützten und sozusagen also sich davon überzeugen wollten, dass das zutreffend ist. Sie hatten ja sozusagen auch die Demonstration, auf der Sie sich als Einziger gestellt hatten, noch im Rücken, auch die ganze Dynamik, Leipzig, ja, Plauen, überall waren die Menschen. War der Druck in dem Augenblick, 9. November, so groß, dass Sie eigentlich gar nicht anders konnten? Er war so groß, dass ich gar nicht anders konnte. Auch die Dinge, von denen Sie sozusagen jetzt berichten, dass die Kundgebung und dass bestimmte Massenbewegung da war, das hatte alles eingesetzt mit der Absetzung Honeckers. Mhm. Also die Figur, die letztlich entscheidend war für alles, die war nicht mehr vorhanden. Und demzufolge entwickelte sich vieles im Selbstlauf. Mhm. Und doch haben Sie ja gedacht, die Leute, die da jetzt rübergehen, kommen ja wieder. Und Sie haben sich doch für eine selbstständige, eigenständige DDR damals noch eingesetzt. Auch, ja, das stimmt, das ist zutreffend. Obwohl die DDR, wie gesagt, ja längst überlebt war oder überlebt schien. Auch wirtschaftlich. Auch wirtschaftlich kaputt gegangen war. Also diese Übergangsführung der SED, zu der ich gehört habe und die auch die Grenzöffnung veranlasst hat und glaubte sozusagen durch diesen Schritt in Kontakt mit der Bundesrepublik zu kommen und damit sozusagen die entscheidende Stütze für die Fortexistenz der DDR. Das alles musste man in Rechnung stellen und das wieder überlebte sich ja innerhalb von Tagen alles. Aber wie war denn das da im Politbüro? Also man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Ich habe ja damals im Westen gelebt und denke mal, ja, leben die denn da im Wolkenkuckucksheim? Man sah ja schon, wie die DDR zugrunde ging, allein schon von der Bausubstanz, von der Wirtschaft, von der Unruhe der Leute. Waren Sie damals realitätsfremd? Waren Sie abgeschottet? Also ich würde mich Parallelwelt? Ich würde mich nicht so bewerten, ja. Ich bin aber immer insgesamt, das Problem. Aber insgesamt bedeutet die Öffnung der Grenze zur Bundesrepublik natürlich ein Faktor der Beschleunigung des Endes der DDR. Aber für uns war es sozusagen ein Faktor der Selbstrettung, indem wir die Grenze öffnen, indem wir den Druck der Menschen standen. Millionen wollten ja in die Bundesrepublik, indem wir also für diese Millionen sozusagen die Grenze öffneten, glaubten wir, die Überlebenschance zu haben. Gab es damals aus dem Politbüro heraus schon Kontakte zum Beispiel zu Helmut Kohl? Es hat solche Kontakte gegeben, aber die waren ja, also ich muss dazu sagen, selbst die Bundesrepublik glaubte ja nicht an eine Vereinigung mit der DDR. Das waren also sehr zage Kontakte. Es hat also solche Kontakte gegeben zu Kohl und so weiter. Aber die führten nicht etwa zu dem, was dann sich sozusagen 14 Tage oder drei Wochen später, kann ich jetzt nicht genau sagen, wann die Vereinigung sich vollzogen hat, ja, die das bewirkt hätten. Das Politbüro, die sind damals oder danach dann alle angeklagt worden, haben vor Gericht gestanden, sind verurteilt worden, Sie auch, zu 3 Jahren Haft. Ja. Egon Krenz zum Beispiel spricht bis heute noch von Siegerjustiz. Ja, das ist sehen Sie das? Das ist eine absurde Geschichte. Auch ich musste leider hier betonen, bin also sozusagen der bestgehasste Mann dieser immer noch vorhandenen Linkspartei. Also die hat sich sozusagen wieder gefunden,
und beruft sich auf die DDR als ihre tolle und historische Leistung. Das ist eine Absurdität, die sich dort abgespielt hat. Aber deshalb bin ich auch sozusagen der bestgehasste Mann in diesem Kreis, weil meine zwei Worte letztlich bewirkt haben, nicht sofort und unmittelbar, aber letztlich bewirkt haben, dass die DDR zugrunde gegangen ist. Sie gehen davon aus, dass die jetzige Linkspartei noch von diesen alten... Ich gehe davon aus und bin davon überzeugt, dass diese Linkspartei sich unter Berufung auf die DDR eigentlich formiert hat und dass sie immer noch DDR-gläubig und DDR-hörig ist. In gewisser Hinsicht. Das ist sozusagen die historische Leistung nach Ihrer Vorstellung dieser Linken, dass sie einen solchen Staat zustande gebracht hat. Sie sind verurteilt worden. Ich bin verurteilt worden. Und weil ich kenne sagen es gerecht. Es war eine gerechte Entscheidung. Ich habe auch in dieser Weise dazu Stellung genommen. Es war eine Verurteilung für die Todesschüsse an der Grenze. Also ich war ja zeitweilig, selbst wenn ich also durch eine solche Formulierung, durch eine solche Entscheidung, die ich selbst mitbewirkt habe, die Grenze öffnete. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war ich ja ein Mitglied der Führung der SED und war letztlich verantwortlich dafür, dass es eine Gesetzgebung gab, die die Tötung von Menschen vorsah, die durch die Grenze wollten. Und dafür bin ich verurteilt worden. Und ich habe also in dieser Gerichtsentscheidung also mich auch dazu entschlossen zu sagen, dass ein System, das sich für das Bessere hält, aber nur das Bessere sein konnte, indem es Menschen, die sich von ihm entfernen wollten, tötete. Und das ist sozusagen das entscheidende Kriterium, um zu sagen, das ist ein unmögliches System. Ein Mann, der das anerkennt, was Sie damals als Einziger so offen gesagt haben in Ihrem Prozess, der Sie sehr schätzt und der zurzeit wahrscheinlich einer der geschätztesten Deutschen ist unter den Bürgern, den haben wir mal nach Ihnen gefragt. Schabowski war ein Mann, der Jahrzehnte auf einem politischen Irrweg war. Er gehörte zu den Diktatoren, zu meinen Unterdrückern. Sich das nicht schön zu reden und schön zu gucken, sondern selbstkritisch und mit großer Strenge gegen sich selbst die eigenen Irrtümer zu nennen und einen neuen Weg der Bejahung der Freiheit zu finden, diese Kraft zur Umkehr schätze ich an ihm besonders. Er hat sich durch eine harte Wahrheit letztlich selber befreit. Und dieses über die Wahrheit in eine geistige Freiheit zu gelangen, das ist das, was mir an ihm gefällt. Und dass er das nicht verbirgt, sondern dass er in der Öffentlichkeit darüber spricht.